Einen wunderschönen guten Tag, die liebe YouTube-Gemeinde. Herzlich willkommen bei Nicer 36. Herzlich willkommen zum Neues aus der Chaos-Werkstatt. Ja, Chaos-Werkstatt. Eine weiße Wand. Handgeführt mit der Handkamera, weil ich momentan keine Möglichkeit habe, irgendwie was gescheit auf die Reihe zu kriegen. Ihr werdet es ja gleich sehen. Mit am Start die Familie. Hallo. Hallo. Sohnemann Alex, Sohnemann Stefan, die mir helfen werden, das Chaos zu beseitigen. Denn ich habe etwas aufrüsten können. Ja, hier haben wir jetzt ein schönes Sideboard, so ein Schubladenschrank. Die Ecke kennt ihr. Hier stand mal das Regal. Jetzt haben wir hier das Sideboard. Hier haben wir so eine kleine Schmuddelecke, wo Kompressor hinkommt, das Schweißgerät und so weiter. Dann ist es da aus dem Weg. So, und rechts sieht man ja schon rausblitzen. Der Vorteil, was ich mir erhoffe, ist, dass ich hier ganz einfach wesentlich mehr Platz habe, da hier ja das Regal fehlt. Diese Schränke möchte ich noch weiter hier rüber setzen, so ein Stück, nicht viel, aber ein Stück, dass ich hier ganz einfach besser vorbeikomme. Ja. Und wenn Klein Martin anfängt, umzubauen, dann sieht das Ganze folgendermaßen aus. Nämlich so. Ja, enge Platzverhältnisse, hier ist noch die CBF-1000, da haben wir den Alex und da hinten ist der Stefan, Hi. Der ist so klein. Ja, und dann natürlich auch hier, ja, hier nochmal den Blick auf den total verdreckten Kompressor, ja, der hat schon schwer leiden müssen in der Vergangenheit. Da ist noch ein Regal, was ich wegbringen muss. Und mein Ziel, das ich gerne hätte, mal da hinten hinschauen. Ja, also noch jede Menge Zeug zum Wegräumen. Mein Ziel, das ich gerne verwirklichen würde, alles, was ich nicht immer und stetig brauche, einfach aus dem Lager rauszukriegen. Ja, da werden wir uns bemühen. Das ist Markus seine Ecke, die ist jetzt momentan noch ein bisschen zweckentfremdet mit Sachen, die nicht unbedingt die unteren Teile beschädigen könnten. Ja, da liegen noch die MZ-Teile von Markus. Ja, ich muss da noch etwas tüfteln und etwas rumbasteln, wie ich das am besten mache. Aber das werden wir schon hinbekommen irgendwie. Ja, und die Familie wird jetzt einfach mal anfangen, Sachen zu entsorgen. Die ganzen Kartons von dem Sideboard und dieses Eck hier. Und dann werden wir die Teile von der Honda mal verstauen. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Jetzt haben wir 18 Uhr. Das heißt, 4 Stunden haben wir gewerkelt. Da haben wir noch ein Objekt der Begierde. Und ansonsten er hier. Und der Grinser haben es geschafft. Tatsächlich aufzuräumen. Ja, so schaut's aus. Fertig sind wir noch nicht. Es fehlen noch ein paar Teile. Ja, da ist die CBF. Aber wir haben hier einen Schubladenschrank. Schweißgerät, das kriege ich durch die Lücke hier durch. Da hinten der Kompressor. Hier ist die Ladestation, noch ein kleines bisschen zum Ändern. Dann haben wir hier, ganz wichtig, langsam öffnen. Bei manchen sind nämlich keine Sperren drin. Und dann hüpfen die heraus. Ratschenadapter, Multimeter, Mikrometer, kleiner Schlagschrauber, Messschieber, Nietenzange, Bits, O-Ring-Set. Hier unten ist Pulverbeschichten. Einmal auf, Pulverbeschichtungsgerät, das ganze Pulver hier drin. Da haben wir die Bohrmaschinen, muss ich noch beschriften. Heißluftföhn, Bohrmaschine, Proxon, Lötkolben, Gabelölabgleicher, allerlei Karton, den kennt ihr ja noch. Der stand immer da, wo das Regal war. Da unten haben wir Nadeln für die O-Ringe,
Kollertionkerzen, mein Endoskop. Da unten sind noch Werkstatthandbücher in gedruckter Form. Die will ich auch noch irgendwie zur Seite bringen. Ja, und dann halt hier Schubladen Putzwetzen. Hier ist mein HZ-Magnethalter, hier ist die Uhr, mein Stethoskop. Das hier sind die Lagerabzieher, die muss ich noch umswitchen. Ja, Krustel momentan noch zum Verräumen. Hier ebenfalls noch zum Verräumen. Hier haben wir die Bohrer, da kommt alles rein für die Ständerbohrmaschine und den Schraubstock. Hier habe ich schon die Bürsten aufgehängt, da so ein Regal reingezwängt, das hat gerade so gepasst. Ja, und da haben wir auch noch Unterlagen, die möchte ich auch noch irgendwie anders verräumen oder dann nachher ins Lager bringen. Das Chaos werden wir noch beseitigen. Hier oben hat es dann, wie gesagt, die Lagerabzieher, den Kellermann Kettennähtrend. Das ist die Lenkkopflagerpresse, die Synchronuhren. Und hier werden dann die ganzen Verbrauchsmaterialien hin. Das ist das Ultraschallgerät. Da lasse ich mir auch noch was einfallen. Vielleicht mache ich das dahin. Ja. So ein ganz normales Auflagebrett, wo ich dann das da drauf stellen kann. Aber soweit sind wir mal. Was sich nicht viel geändert hat, ist hier oben. Das wird noch mit Lager, das jetzt natürlich chaosmäßig wieder aussieht, gemacht. Ja, die Tonaufnahme ist natürlich jetzt nicht so besonders. Das externe Mikrofon hängt am Ladegerät und wegen dem Video möchte ich es nicht ranhängen. Was ich noch sagen wollte, ich gehe zweimal hier ins Bild und komme mal ein bisschen vor. Ich stelle das Ding mal ein bisschen höher. So, was ich noch sagen wollte zur Aprilia, zu unserem YouTube-Gemeindeprojekt und zu Honda CBF. Ich habe alle benötigten Teile bestellt und warte auf die Lieferung. Ich habe gehofft, dass heute für die CBF die Teile kommen. Dem war aber leider nicht so. Folgedessen habe ich mir gesagt, ich mache mal hier Chaos und beseitige dann das Chaos wieder. Also nicht wundern, an der CBF geht es weiter und natürlich an der Aprilia geht es weiter. Nur dieses Wochenende wollte ich ganz einfach dieses Sideboard dahinstellen, dass ich Schubladen habe, die mir ja schon immer abgegangen sind und wo schon immer irgendwas kreuz und quer gelegen ist. Und dann noch ein bisschen verfeinern, dass ich rechts und links vom Motorrad entsprechend Platz habe. Das wollte ich euch nur sagen. Ich melde mich dann spätestens am Montag wieder bei euch mit den News zur Honda CBF. Da werden wir uns dann um die Front kümmern. Das heißt, meinen Radständer werde ich abbauen, dann werde ich das Vorderrad rausnehmen und die Gabel, dann machen wir einen Gabelservice. Checken das Lenkkopflager, das dürfte nichts haben, ist letztes Jahr erneuert worden. Ja, und dann kommt vorne wieder zusammen, dann machen wir das gleiche hinten. Schwinge raus und so weiter und dann werden wir sehen, dann machen wir auch den Kettentest und so weiter. Ich habe mir das alles notiert, was zu prüfen ist und was zu machen ist und dann geht es schon weiter. Gut, dann würde ich sagen, das war's mal für dieses Video. Bleibt mir und bleibt uns nichts weiter zu sagen als, wo sind wir? Da sind wir. Bleibt uns gewogen, pfiat euch, baba. Da Stefan hängt ein bisschen hinterher, er kann das noch nicht so.